Jetzt. In einem Haus muss eine anständige Küche sein. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Hausflipper. Mal ein bisschen zurückrutschen. Ich versuche jetzt mal eine ganz andere Sitzposition, denn mein Stuhl ist immer noch nicht trocken. Er ist immer noch feucht und müffelt ein bisschen, wenn auch schon weniger. Immerhin etwas. Eventuell muss ich nochmal waschen. Also tatsächlich mit normalem Waschmittel und in der Badewanne auseinandergeschraubt und gib ihm. Ja. Ich sitze also dementsprechend immer noch in meinem Sessel und habe mir jetzt aus drei Kissen das Ganze ein bisschen hochgebockt und ja, es sieht katastrophal aus, wie ich sitze. Und jeder, der ansatzweise seinen Rücken liebt, ja. Warum habe ich eine Ladeschnecke? Jetzt ist es keine Ladeschnecke. Und ja, ich habe eine Windows XP-Ladeschnecke. Ich habe meinen kleinen süßen Dino. Den habe ich wiedergefunden. Hä? What? Habe ich was verpasst? Wieso hat meine Maus das gerade getan? Okay, jetzt tut sie es nicht mehr. Auch gut. Das ist ein schöner Anfang. Wo ist eigentlich mein Hund? Der steht in der Küche. Ja, hallo? Geht's dir gut? Keine Bedürfnisse. Okay, dann streicheln wir dich einfach nur. Ja, fein. Oh, jetzt... McMagic Eye? Ich glaube, wir nennen dich jetzt McMagic Eye. Mac... Magic... Eye... McMagic Eye. Hallo, McMagic Eye. Mal gucken, vielleicht behältst du ja jetzt die Augenfarbe so bei. Guck nicht so böse. Du bleibst McMagic Eye jetzt. Bitteschön. Warum guckst du jetzt so böse? Und? Haustierpflege. Okay, da sind neue Hunde. Verdammt. Schäferhund? Mops. Beagle. Noch ein Mops. Aber ausgewachsen. Oh no. Oh. Die Standardkatze wieder. Ich wollte jetzt gerade gucken, ob ich den Rotti kaufen kann. Ich hatte überlegt, den Rotti zu kaufen. Oh. Ah, vielleicht das nächste Mal. Müssen wir uns auf die Lauer legen. Und mit der Lüche, Bauti, meine Ragdoll. Ja. Ein Spielekameraden bekommt. So, aber jetzt machen wir vielleicht erstmal zwischendurch hier die Aufträge. Oh, wir haben zwei Aufträge. Einmal den hier. Mehr Freiheit für den Leguan und ganz am Rand da oben. Eine Chance der Veränderung. Ein hyperaktiver Hund, eine Katze des Nachbarn und ein einfallsreiches Geschwisterpaar. Aber wisst ihr was, wir machen mal den hier unten. Frieda wird als Schriftstellerwunder gehandelt. Nach nur ein paar Monaten harter Arbeit hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht. Es schlug sofort ein wie eine Bombe. Leider erwies sich der rasante Aufstieg als sehr stressig für einen introvertierten Menschen wie sie. Jetzt sucht sie verzweifelt nach einem Ort, in dem sie und ihre entzückende Leguan mehr Frieden finden können. Oh, das kann ich nachvollziehen. Damit, Meerschweinchen sind Herdentiere. Oh! Sie sind nicht gerne alleine. Ja, stimmt. Ach du meine Güte. Oh, da werden wir jetzt gleich erstmal viel sauber machen müssen. Sehr viel sauber machen müssen. Okay. Ich habe hier nebendran einen Schrank mit Katzen. Inspiration has been hitting me pretty hard lately. My creative spark feels kind of dim, grayed out. Die hat doch erst nur ein Buch geschrieben. Fluffy blankets and lots of cozy furniture. This is what I truly need. I always imagined myself in my skelly cutie in a lakeside house. With a wooden terrace. And maybe even a small sauna. Somewhere I would be able to flourish as a writer. Or perhaps put more time into working on my paintings. This might be the perfect moment for a change. A new home for me and my lovely Poe. Ah,
Okay. Ja. Wieder eine tolle Manier von mir selber, wenn ich vergesse, dass ja so ein toller Text hier vorne dran kommt. Ja, und du hilfst mir mal wieder. Und zwar habe ich hier nebendran ein, geht das so? Ein Tisch, auf dem ich normalerweise das Futter vorbereite. Und, Mac, ich habe noch nicht genug gegessen. Kam gerade auf die glorreiche Idee, den putzen zu müssen. So. Jetzt machen wir erstmal diese komischen Graffiti-Dinger hier ab. Bei ihnen sauber. Magst du das? Ah, der geht nicht drauf. Schade. Ja, da oben auch sauber machen. Plätscher, plätscher, plätscher. Dafür, dass der miese Peter vor 2 Tagen die Ohren sauber gemacht gekriegt hat und gestern noch echt mies drauf war, geht's inzwischen wieder. Und er hat wieder saubere Ohren. Das läuft hier als Terrasse, okay. Das heißt, hier muss ich selber Hand anlegen. Darf nicht mehr der Gartenschlauch machen, schade. Okay, scheinbar geht's ihm auch ein bisschen besser jetzt nach dem Gewitter. Jetzt springt er hier in der Gegend rum. Da ist noch Dreck. Da ist auch noch Dreck. Ist er hier oben? Ah! Was war jetzt gerade mit der Musik los? Grüne Algen. Ja. Na also. Aber es ist wirklich schön hier. Huch! Oh Gott, hier kann ja... Okay, nee, so weit komme ich dann doch nicht runter. Doch? Oh, das war jetzt ein bisschen semi-unerwartet. Ich kann da tatsächlich runterhüpfen. Na, auch gut. Ja, hallo. Geh aber nicht zu weit rausschwimmen, ne? Ich will den da nicht dann irgendwie raussammeln müssen. So. Meine ganze Graffiti-Kacke. Wie kann man nur ein so schönes Holzhaus mit so Graffitis zerstören? Das wäre schön und gut, wenn das im realen Leben so einfach wäre, aber ohne Spezialbeschichtung braucht das länger, um das wieder sauber zu bekommen. Okay, hier haben wir einen Keller. So, weg damit. So, ich glaube zumindest außen haben wir es jetzt soweit. Schöne Standardmanier. Oh, okay, das geht nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen, auch gut. Oh, ja, okay, hier muss man wirklich ein bisschen Ärger aufpassen. Machen wir doch so rum erstmal. Dann gehe ich da halt mit dem Rasentrimmer dran. Auch gut. Lass mir das ganze Unkraut hier wegmachen. So. Entfernen Sie Unkraut und reinigen Sie Fenster? Zählt das zu Garten? Doch die Fenster sind immer drinnen mit inbegriffen. Zumindest würde ich die jetzt mal zum Interieur dazu zählen, außer die Fenster sind von außen dreckig. Was ich aber irgendwie nicht glaube, weil die sind normalerweise immer von innen dreckig. Das wäre ein durchaus komisch neues Feature, wenn die von außen nur dreckig sind. Jo. Oder sie sind von beiden Seiten dreckig. Oh gut. Hier haben wir auf jeden Fall mal Fenster 1. Oh ja, da muss ich mit... Ich kann nicht drehen. Ich bin zu fett. Cool. Naja. Dann gehe ich da hinten in die Ecke nochmal mit Rasentrimmer dran. Dup. Ja, also. Oder so. So geht's auch. Ja, doch, in die Ecke komme ich da hinten nicht so gut dran. Ja. Schön eckig und... Der Hund ist weg. Cool. Nicht drüber fahren. Ich will eigentlich auch nicht probieren, ob ich da irgendwie runterfalle. Oh, ich könnte vielleicht auch einfach schnell... Hui!
Speedy! Wuhu! Ja. Ja. Ah, doch, es geht so. Man muss nur wissen, wie. Darf nicht rückwärts hin. Wahrscheinlich darf ich einfach nur nicht mit meinem Arsch auf die Terrasse drauf. Dann geht's. Ist jetzt gerade so. Ja. Ich darf nur mit dem Arsch da nicht drauf. Alles klar. Mit meinem Lippopo. Hui. Ja. Ist noch ein schöner alter Benzinmotor, kann das sein? Gibt es noch Benzinmotoren für Rasenmäher zu kaufen oder sind die inzwischen alle elektrisch? Ich bin ganz ehrlich, in meinem Leben habe ich noch nie ein Rasenmäher gekauft. Wegen weiß ich es tatsächlich nicht. Wenn das einer von euch weiß. Ich glaube, ich muss nachher bei Obi mal googeln gehen oder so. Genau, ich google bei Obi. Und bei Thun. Und genau so funktioniert das. Nein. Ich werde eine Suchmaschine meiner Wahl bemühen und dann einfach mal fragen, ob es irgendwo... wobei, beim amerikanischen Amazon oder so gibt es das sicher noch. Jetzt rede ich und merke nicht mal, was ich gerade tue. Mach irgendein Zickzack-Hickhack. Toll. Heute bin ich ein bisschen unkonzentriert, liebe Leute. Tut mir schrecklich leid, aber ja. Muss man mitleben. Oder er schaltet ab. Dann wäre ich sehr traurig. Und Magic Eye wäre auch unfassbar traurig. So. Machen wir dann einfach so. Das ist nicht ganz so bescheuert. Mit einem Schmetterling. So. Wo ist eigentlich mein Hund hin? Das habe ich nie aufgepasst. Na gut, muss ich hier nochmal lang. Aber jetzt mal im Ernst, wo ist der Hund? Hund? Habe ich ihn überfahren? Kann das sein? Oder er ist in den Keller geplumpst und kommt nicht mehr rauf. Das kann natürlich auch sein. Wäre jetzt so die zweite Vermutung. Wenn der in den Keller fällt, kommt er vielleicht wirklich nicht mehr raus? Okay, wir müssen gleich mal im Keller gucken gehen, ob unser Hund reingefallen ist. Bautzi? Bautzi? Okay, ich hab's bellen hören. Er lebt auf jeden Fall noch. Ich habe ihn nicht überfahren. Man kann die Fenster tatsächlich von außen reinigen. Oh. Das ist definitiv ein unerwartetes Feature. Das ging. War früher bei den Häusern nicht so vorgesehen. Na, wobei, es macht ja theoretisch sogar Sinn. Drei. Vier, fünf, sechs. Oder es gibt nur diese speziellen Fenster, die du von außen reinigen kannst. Jupp. Und nochmal. Ja, da. Zup, fertig. Und das letzte. So. Vielleicht doch mal kurz gucken, ob der Hund hier runtergefallen ist. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Treppe noch nach oben. Also rauskommen würde er. Aber wo ist er?
Bautzi? Ist da jetzt noch Gras oder ist da keins? Oder vergisst er einfach, dass da keins mehr ist? Ja, nur mal zur Sicherheit. Ja. Und jetzt einfach nicht mehr hingucken. Aber wo ist der Hund? Gegenstand verkaufen, Kellereingang. Okay. Ist einfach weg. Okay, gut. Auch in Ordnung. Ich, ey, wenn das so leicht wäre, einfach Dinge zu beseitigen. Das würde Renovieren so viel einfacher machen. Wo ist unser Kackhund? Habe ich ihn doch überfahren? Oder meldet der irgendwas? Ne, wahrscheinlich eher nicht, aber... Okay, beseitigen wir jetzt mal ganz kurz das ganze Gras und dann schauen wir mal, wo der Hund hin ist. Ja, da ist er! Ja, hallo! Kann ich dich überfahren? Nein, ich kann dich nicht überfahren. Das ist schon mal gut. So. Schön die Grütze hier wegmachen. Wo warst denn du? Ah, McMagic Eye. Was hast du getrieben? Bin ich dir zu schnell? Aber es ist sonst so langweilig. Und sehr eintönig von dem Geräusch her. Tja... Ey, jetzt tappert er mir wieder hinterher, als wäre nichts gewesen. Hast du irgendeinen Bockmist angestellt? Weiß nicht, ich glaube irgendwie, dass er irgendeinen Blödsinn angestellt hat. Kann das sein? Okay, jetzt finde ich es langsam gruselig, dass er jetzt doch so konsequent hinter mir herläuft. Ne, jetzt geht er wieder weg. Tut er eigentlich sonst irgendwas? Tja. So. Was? Frisch geschnittenes Gras? Honig auf meinem Herzen? Was? Was? Wieso hast du Honig auf deinem Herzen? Mach das bitte nicht. Entferne Unkräuter, 99%. Da steht er. Okay. Dann gehen wir vielleicht hier nochmal einmal kurz drüber. Ja... Ich glaube, das hohe Gras zählt auch als Unkraut. Ist jetzt einfach mal meine Vermutung. Du, die dub, die du. Die tollen, hässlichen Ränder. Wo ich den Weg hier gerade auch etwas hässlich finde. Aber gut, das ist ein Trampelpfad. So. Und dann einmal noch ums Haus rum. Ja, wo ist denn das Unkraut? Bin ich total blöd? Hier ist doch keins mehr. Vielleicht in der Wand drin? Ja, ich glaube, es war hier irgendwo in der Wand drin. Kann das sein? Wirkt so. Jetzt dürfte der Garten fertig sein. Na, perfekt. Wollen wir es vielleicht zuerst drinnen sauber machen? Und machen wir vielleicht erstmal die Fenster von außen sauber. Und dann
Schwuppdidu. Vielleicht könnten wir dann die Möbel fertig machen. Ich glaube, so rum ist besser. Machen wir hier mal auf. Hier ist noch ein dreckiges Fenster. So. Zup. Eieiei. Ah, ja, ja.